Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 63 in 74172 Neckarsulm. So, hallo, herzlich willkommen auf dem Pichterich bei Sportunion TV. Wir haben Micha Grund hier, den CEO von HNX TV. Und der Grund ist eigentlich ein wirklich schöner. Wir wollen uns heute selbst ein bisschen feiern. Wenn es schon kein anderer macht, ja, dann machen es wenigstens wir. Und der Grund dafür ist, dass unsere Abonnentenzahl auf YouTube sich innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr erhöht hat. Wir haben die 500-Grenze überschritten. Mag jetzt Rezo oder jeder andere haben das am Tag. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, wo wir herkommen, nämlich in der Oberliga Baden-Württemberg. Und ich glaube, dass hier in der Region kein anderer Sportverein oder Fußballverein diese Anzahl an Abonnenten hat. Und was uns besonders gefreut hat, wir haben innerhalb von kürzester Zeit, jetzt in der Vorrunde, wo wir diese kostenfreien Livestreams angeboten haben, in Zusammenarbeit mit HNX TV, haben wir unsere Abonnentenzahl von, ich glaube, 390 auf 518 erhöht. Finde ich eine prozentualen Haufen, ja. Ja, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Auch natürlich ein Verdienst von dir, Micha. Du hast da mit einer wirklich richtig tollen Arbeit, vor allem in Livestreams, wahrlich dazu beigetragen. Ja, wie siehst du das Ganze? Hat gut angefangen, die Saison, muss ich sagen. So, der erste Livestream war ja der gegen Waldhof, den wir gemacht haben. Das war so die Initialzündung, muss das man sagen? Das war so, nee, war toll. Also Waldhof mal filmen zu dürfen, hat schon was, muss man sagen. Da hatten wir, glaube ich, noch ein paar kleine Probleme, glaube mit der Internetleitung damals. Irgendwie. Der Router hat irgendwie nicht ganz so mitgemacht. Dann kam ja das erste Spiel, weiß ich noch, am 17.8. war das, gegen Ilzhofen. Ich habe mich da ganz gemütlich in Bulgarien an der Pool gesetzt. Und auch noch ein Bild davon gepostet, das war ja echt ein Skandal. Und, Micha in Badehose. Eigentlich war alles prima und es hätte eigentlich auch alles funktioniert und auf einmal ging der Ton nicht. Und das Schöne war, Melli hat damals die Verantwortung gehabt für das Ganze irgendwo. Und das Schöne bei ihr war ja, dass sie, ich weiß gar nicht, von wie vielen Leuten kontaktiert wurde. Also der Kumpel von ihr, wo reinguckt, hat sich da ist was. Ich aus Bulgarien, du bist hier scheinbar rumgerannt wie. Ich kann euch sagen, ich on fire. Es hat nicht funktioniert. Und Melli saß da, hochkonzentriert, ruhig, muss echt sagen. Hat sich von dir nicht durcheinander bringen gelassen. Ich war ja, wirklich, oder? Also wirklich unglaublich. Also nochmal Respekt, Melli, das war ein Wahnsinn. Und das Coole an der Sache war, und das ist das, was bei den Leistungen ist, wir haben wieder was gelernt. Es war im Endeffekt nur eins, du hast von dem Mischpult die Schieber einmal runter und einmal hoch machen müssen, dann hast du den Ton gehabt. Okay, warum auch immer? Weil das so Memo-Funktion hat. Ah, okay. Das hat so Memo-Funktion und sozusagen durch das Hoch-Runterfahren deaktivierst du wieder, bist dann im Normalmodus und auf einmal ging alles so, ich glaube, da war die Partie so 10 Minuten alt oder so, dann hat auf einmal alles funktioniert. Nee, also lass uns mal über die Technik aber sprechen. Was musst du eigentlich auffahren, um live in die Welt zu senden? Das ist im Endeffekt bei uns klar logisch, dementsprechend ein Laptop, wo Sinn macht. Also da kannst du nicht jedes nehmen, so brauchst ein bisschen was. Dann, wir machen es halt mit einem Mischpult. Gibt auch welche, die haben dann nur einen Eingang. Wir schaffen halt gerne mit Co-Kommentatoren zusammen. Also brauchst du ein Mischpult, dann machst du deine zwei Headsets, wo man auch natürlich zugelegt haben und haben uns Bayer Dynamik geholt. Heilbronner Firma muss sein, kannst nichts anderes nehmen als Heilbronner. Ist auch tolle Qualität und das, weil wir haben ein paar Leute in der Firma. Der eine, also ich bin zum Beispiel so der Bild-Freak, also bei mir muss alles in Full HD laufen, was nicht immer funktioniert, je nachdem wo du bist. Und dann haben wir andere, die achten da extrem auf den Ton und so der Unterschied zwischen 50 Euro Gamer-Headsets für daheim und eine Bayer Dynamics, das ist unglaublich, weil ich mag das einfach, wenn man daheim sitzt. Das kann man, YouTube ist einfach, muss man sagen, also ich bin auf der einen Seite kein Fan von YouTube, weil sie da wieder wegen irgendeiner Background-Musik das Ding rausschmeißen. Auf der anderen Seite ist es einfach geil, du sitzt daheim, hast deinen 65-Zoll-Fernseher, machst das YouTube ein und dann hast du ein Full-HD-Bild, also nicht anders, nicht schlechter wie in der Bundesliga. Natürlich haben wir keine 16 Cams. Aber das Hauptbild, wo wir haben, ist nicht schlechter. Müsst ihr mal machen. Schaut euch mal die Livestreams an eurem Smart TV an. Ja.
Ich schwöre euch, Unterschied. Riese Unterschied zum Dinger. Nein, so fing das an. Wie gesagt, da haben wir die Dinger dabei. Dann der Router natürlich, ganz klare Geschichte. Da kann ich auch nicht Handy ranhängen. Also der Router kostet auch richtig Asche, muss man sagen. Aber dafür haben wir schon oft genug erlebt, dass wenn wir irgendwo hinkommen sind und ein LAN-Kabel gekriegt haben, dass das LAN-Kabel schlechter war wie der Router. Also ja, von daher gesehen, tolle Geschichte. Vielen Dank an Mokus für das Bereitstellen von dem Ding und natürlich auch für die Empfehlung, dass wir den nehmen. Mittlerweile haben wir zwei Stück. Und das ist eigentlich das, was du so hast. Cam noch dabei, ein paar Kabel, was weiß ich. Hier ist es relativ einfach, weil du nah beieinander stehst, brauchst keine Funkstrecken. Und so vom Manpower her, wie viele Leute hast du dabei bei so einem Stream? Kommt auf an, zwischen 2 und 3, muss sagen. So. 3 ist es, wenn entspannt ist. 2 ist, wenn irgendwo, weil wie gesagt, wir haben auch Corona, da fällt auch alle Fortslang irgendeiner aus. Hast du da irgendjemand, der blöd in Quarantäne sitzt, obwohl es ihm gut geht? Und dann kann es sein, du machst auch der Zweite, machst aber Regie und Kommentar gleichzeitig. Mhm. Geht, aber natürlich, es ist viel entspannter, wenn du jemanden hast, der sich auf die Regie konzentrieren kann, mit Melli jetzt hier zum Beispiel meistens. Und du kannst dich aufs Kommentieren konzentrieren, du weißt genau, da sitzt jemand, bringt dir die Zeitlupen, wo du wagst, achtet auf den Ton. Das ist das Nächste irgendwo, wenn du Regisseur dabei hast, steht natürlich Kopfhörer drauf, du hörst ganz genau, oh Mensch, der ist ein bisschen leiser, der ist ein bisschen lauter, wenn du alleine bist nicht. Also ja, ja, wir grüßen jetzt einfach mal der Holger, Melli, Olli ist hier, Dennis, viel dabei, Dennis, Olli, ja. Haben wir jemanden vergessen? Ja, bestimmt. Ja, aber... Macht einen tollen Job hier, fantastisch. Auch immer wieder mal und ein Mann müssen wir auf jeden Fall erwähnen hier. Ja. Und das ist derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist, dass wir diese tolle Livestreams haben. Ja. Und das ist der Pascal Zartmann. Pascal Zartmann, unser neuer Vorstand in der Fußballabteilung. Pascal hat eins erkannt, wir waren ja vorher bei The Leagues. Übrigens auch ganz tolle Firma. Grüße an den Markus Kleber. Wir waren ja hinter der Bezahlschranke, 5 Euro pro Spiel. Und man muss aber sagen, dieses Konstrukt ist hier in Neckarsulm strategisch nicht das Richtige gewesen. Hat er vorher schon vermutet, aber genau. Wir haben es nochmal probiert. Das hatte Pascal erkannt. Pascal, du hast es erkannt und hast gesagt, Mensch, ich will die Zuschauer wieder an den Pichterich heranführen, indem wir erstmal live, also in Vorleistung gehen, per Livestream übertragen. Und es ist ja ein Erfolgsmodell, deswegen Pascal, Dankeschön an dich. Dir gebührt eigentlich diese Feier hier, du bist jetzt leider nicht da. Aber dir gebührt eigentlich diese Feier, weil du bist der Verantwortliche, dass wir diese tolle Livestreams unserer Heimspiele haben. Kann man so sagen, oder? Ja, ja. Nee, und ist auch vom Typ her toll, weil das ist auch wieder so ein, ich sage mal gerne so positiv Verrückter. Ja, also der lebt das Ganze und würde am liebsten hier auch so Champions League-mäßig auffahren. Natürlich rechnet sich das fünfmal nicht, aber so, er hat einen Weitblick. Er weiß, ey, da kann man was machen, da. Das bringt was. Und auch ganz wichtig, und das ist was der ein oder andere noch nicht ganz so auf dem Schirm hat, er hat erkannt, dass ein Livestream Zuschauer bringt und nicht Zuschauer klaut. Natürlich hast du vielleicht einmal einen Tag, wo es wirklich pisst und der eine oder andere, wo kommen wird, sagt, ey, heute bleibe ich daheim. Aber finde ich auch toll, dass er es dann wenigstens daheim angucken kann, weil vielleicht wäre er auch so nicht gekommen bei dem Scheißwetter. Aber im Endeffekt ist so, Heinigs TV, man begehrt, was man sieht. Und dementsprechend, je öfter man die Neckarsulmer Sportunion anschauen kann, desto eher schaut der Reiz da zu sagen, Mensch, ich gehe da mal hin. Also gerade hier, es ist ja echt nett hier so mit der Terrasse. Habe ich zum Toni schon gesagt, so als VIP wäre das eigentlich eine geile Geschichte. Gibt es noch ein Essen dazu oder so? Das stimmt. Dementsprechend irgendwo danke an Pascal, dass es möglich macht. Hast du uns die Möglichkeit gegeben, uns auch Baden-Württemberg weit zu präsentieren. Ich glaube, es gibt einige Streams in der Liga, die hätte gern den Neckarsulmer Stream. Und ich glaube, das müssen wir nochmal betonen, wir sind der einzige Verein in der Oberliga Baden-Württemberg, der Livestreams kostenfrei anbietet. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. In dem Zusammenhang nochmal, wir hatten es gerade von den Leagues, von Markus Kleber, die Zusammenarbeit wird weitergehen. Ja, also wir haben uns vor kurzem erst mit Markus getroffen, da ist eine neue App in Entwicklung, die ist mega, kann ich euch sagen, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Da sind wir mit am Start. Ihr wisst sowieso, wir sind, was soziale Medien, was Digitales angeht, sind wir eh vorne mit dabei, da machen wir mit und es wird mega, ich verspreche euch, das wird euch umhauen.
Und ja, aber um nochmal drauf zurück. Wenn ich immer dachte, wir sind kreativ, und da hat der Kleber mal aufgefahren, was er so im Kopf hat, habe ich gedacht, ey Alter, ihr habt gar nichts. Wenn ihr denkt, ihr seid kreativ, sprecht eine Stunde mit Markus Kleber und ihr wisst, ihr seid gar nichts. Ja. Tatsächlich. Nee, aber tatsächlich, da ist viel zu erwarten. Micha, lass uns mal so ein bisschen zu lustige Sache kommen. Ja. Livestream, du hattest ja sehr, sehr viele Co-Kommentatoren auch. Ich glaube, du bist der einzige Übertrager, der zwei Tonys innerhalb von eurem Spiel hatte. Ja, ja. Erste Halbzeit ein Toni, zweite Halbzeit ein Toni. Und war geil, da kamen danach sogar Leute und gesagt, du, also die Halbzeit hat mir besser gefallen. Ohne Scheiß. Welche? Ja. Ich glaube, es war die zweite. Okay, Antonio und Tanuto. Ja. Ja, die erste war. Die erste Halbzeit hier mit dem Toni vom Datoni. Die zweite, hat zu viel geredet. Aber wie gesagt, gut, waren beide Italiener. Also. Mir hat Spaß gemacht eigentlich bis jetzt mit allen, die hier gehabt habe. Ja, insbesondere Leon Rasic. Mein Leon Rasic. Ja, das war, der hat vier Spiele kommentiert und den habe ich immer abbinden müssen, dass er das Feld rennt. das ist ein Vollblut-Fußballer, der auch den Livestream gelebt hat, also die Spiele gelebt hat, und das hat richtig Spaß gemacht mit ihm. Ich glaube, im Unterland ist auch der Begriff, das ist eklig, inzwischen etabliert, dank Leon. Ja. Das war ja jedes dritte Wort. Also jeder Spieler war eklig, gegen den zu spielen, jeder Gegner irgendwie. Nee, war toll, und hat ja auch von vielen Leuten irgendwo gewusst, wo sie sind, wer das ist. Und also schönes Background-Wissen gehabt. Und nee, hat es hier gelebt, hat richtig Spaß gemacht. Dich bin eigentlich um das Susser. Ja. Weil Susser fand ich, wo habe ich das angeguckt, ich weiß es gar nicht. Also das war doch in Bulgarien, wo ich gefragt habe, ach, kennst du das? Stimmt. Nö. Ja, das war einfach, ja, weil der einfach so mega cool nichts sagen kann. Das hat mich begeistert. Ich bin da in Bulgarien geguckt, habe mir den Arsch abgelacht, war echt geil. Was ist noch zu erwarten? Ihr entwickelt euch ja auch weiter, wenn man bedenkt, also muss man auch mal erwähnen, HeinXTV, 10-jähriges Jubiläum in dem Jahr. Mhm. Wenn man bedenkt, wie du angefangen hast, die schon immer dabei sind und die erste Übertragung anguckt habe und zu jetzt. Wo geht der Weg hin? Was können wir erwarten noch von euch? Oh, das ist ein Quantensprung gewesen, was man da macht. Aber klar, am Anfang war ich so ein es war ja auch nur Hobby, es war nur eine blöde Idee, die ich im Kopf gehabt habe. Und daraus hat sich dann irgendwo was entwickelt, dass ich es halt hauptberuflich machen kann. Wäre ich nie davon ausgegangen. Aber ich wäre nicht davon ausgegangen, dass da noch eine Scheidung dazwischen ist, ich meinen Laden verliere und sowas. Also ich war irgendwann gezwungen, da ein bisschen mehr zu machen. Und ja, wo geht's hin? Natürlich im Livestream-Bereich werden wir noch dabei bleiben, aber wir werden jetzt auch versuchen, so die ein oder andere Sendung zu produzieren, also so Talkshow so in die Richtung. Ich glaube, wir haben hier in Heilbronn oder auch gerade an der Sommersportunion sind wir da gerade am Planen. Unglaublich viele interessante Leute, die man da mal interviewen kann, auch im Sportbereich. Ich mag mal weg von diesen Interviews, die Langeweile, weil du hast immer die gleichen Fragen, hast immer die gleichen Antworten. Das ist einfach so. Da weiß es besser wie wir, ja. Ja, absolut. Wie gesagt, mach das mal 10 Jahre nach jedem Spiel, die Interviews. Die fehlen mir übrigens gerade durch die Corona. Find erst mal jemand für die Interviews. Das ist schon die erste Hürde. Da fängt schon an. Ja, bei den Siegern hast du immer alle. Aber bei den Verlierern, deswegen nehme ich da auch immer die Verlierer immer Trainer oder Captain. Unsere Jungs, wenn die schon sehen, die kommen mit der Kamera, die sind schon irgendwie verteilen sich überall, aber nicht da, wo ich bin. Nee, ist normal irgendwo. Ja. Das müssen wir auch wieder, also Interviews ist was, was mir fehlt. Aber in den Talkshows wollen wir mal ein bisschen weg vom Interview hin auch mal zum Menschlichen. Wer ist denn das überhaupt hier? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich sonst noch so? Einfach so die Menschen auch mal zeigen, wer kickt denn da eigentlich, weil wir haben teilweise sehr interessante Berufe, haben tolle Hobbys und wollen da einfach ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, dieses Format wird kommen, also das können wir schon mal ankündigen. Wir suchen noch Räumlichkeiten, da hängt es gerade ein bisschen dran. Genau, aber das wird eine ganz tolle Geschichte, weil wir da Sportler der Sportunion euch vorstellen werden, wie sie noch nie vorgestellt worden sind. Und da freuen wir uns riesig, da könnt aber ihr euch auch riesig drüber freuen, und da werden wir auch Content liefern. Ja? Also es wird nicht alle 4 Wochen einmal sein, sondern erheblich öfter, und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Ich hoffe, dass man wöchentlich, weil Neckarsummer Sportunion ist sehr groß, da kam es ja auch wieder Pascal Zartmann, muss man sagen, auch da wieder Weitsicht. Das ist so ein bisschen, was ich immer sage, wenn du Neckarsummer Sportunion sagst, dann bist du unter dem Bodensee, dann sagt jeder, ach, das ist dabei, Heilbronn, die Kicke. Wenn du nach Erlebach gehst, dann sagst du Neckarsummer Sportunion, dann was ist das? Nie gehört. Ja. Nee, das ist das, was mir so aufgefallen ist, dass man eigentlich im Unterland nicht den Stand hat, den man eigentlich haben
müsste, ja, mit Olympioniken im Schwimmen, mit erste Bundesliga Handball, Frau und Rugby, auch erste Liga, glaube ich, immer noch. Tischtennis, Teilweise weiß ich nicht einmal, was da alles geht. Und das wollen wir euch ein bisschen präsentieren, mal die Neckarsulmer Sportunion ein bisschen näher bringen. Aber natürlich, wenn wir ein Studio haben, werden wir da mit Sicherheit den einen oder anderen für uns noch produzieren. Wer für uns interessant ist, auch da haben wir viele, viele Sportler im Unterland. Ja, wenn du überlegst, wir machen heute erste Bundesliga zweimal, also Ringe und Eishockey der Frauen. Also, hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, so, dass sie irgendwann mal die erste Liga. Hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, dass Frau Eishockey überhaupt gibt, hätte ich gesagt, was? Hättest du mir das vor 1 Jahr gesagt, habe ich es nicht gewusst. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, nochmals, also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, es wird ein ganz tolles Format. Aber auch, worauf ihr euch freuen könnt, dass wir hier die Fußballabteilung der Sportunion, sportlich läuft es momentan nicht so rund. Aber wir drum schon wieder Punkte am Wochenende, Dreierkolle. Absolut, wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen, wir werden uns weiterentwickeln und ihr könnt euch bei Sportunion TV in Zusammenarbeit mit HNX TV darauf freuen, dass ihr bei uns immer Trendsetting habt und wir werden Gas geben. Für uns sind die 500 Abonnenten das Ziel, die nächste 500 zu bekommen. So. Und wenn wir vierstellig sind, stehen wir wieder hier. Ja? Ja, nee, ich seh das auch so. Das ist ja, das entwickelt sich kontinuierlich. Das, klar, logisch, das ist im Endeffekt, es bleiben immer welche hängen. Jetzt bist du, nächstes Mal spielen wir gegen keine Ahnung wen. Auch da werden wieder Leute sagen, Mensch, sag du, Pforzheim. Ist cool, Pforzheim, ja. Ja, das ist mal. Auch Pforzheimer werden sagen, Mensch, das ist cool, da kann ich ab und zu mal reingucken. Absolut. Dann hast du wieder ein paar Abonnenten mehr. Also je mehr wir da wieder überall durchkommen, bleibt immer einer hängen. Und ich denke, das wird auch in der nächsten Runde so sein. Ein Wort noch, was du gesagt hast, vom Weg am Bodensee, Wiesensee, der Kickesee in Neckarsulm. Mhm. Es ist auch Wahnsinn, du hast auch schon erwähnt, was für Rückmeldung aus der Oberliga kommt. Wie macht ihr das? Ja? Wie macht ihr das? Ja? Also tatsächlich, das Lob in der Oberliga ist riesig. Dafür auch an alle Dankeschön. Ich glaube, wir sind da auch sehr, sehr gut vernetzt. Und ich glaube auch, dass das mit ein Erfolgsgarant ist, dass ihr natürlich auch am Kommentatorenplatz sehr, sehr wertschätzend kommentiert. Ja, also das muss ich auch mal sagen. Ja, natürlich. Natürlich sind wir auf eine gewisse Art und Weise parteiisch. Klar. Auf der anderen Seite ist natürlich, ey, der Gegner kickt auch. Die haben sich auch die Woche lang den Arsch aufgerissen. Und was die machen, muss wertgeschätzt werden. Also finde jeder. Die Gegner wertschätze ich immer, weil wie gesagt, viele, die hier waren, haben gute Fußball gespielt. Ja, muss man sowieso sagen. Also, manche haben scheiße gespielt und gewonnen. Was muss man natürlich auch wirklich sagen, dass in der Oberliga natürlich schon wirklich hervorragender Fußball gespielt wird. Ja. Und ich habe, das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich habe letzte Woche einen Stream anguckt von Astoria Waldorf. Die haben gegen TSG Balingen gespielt, das war Freitagabends, habe ich angeguckt. Und ich muss sagen, das war ein Regionalliga-Stream, aber bei allem Respekt, wenn man das sagen darf, hat in puncto Qualität auch nicht nur annähernd uns das Wasser reichen können. Von daher sage ich auch, diesen Weg wollen wir weitergehen, wir wollen das auch ausbauen und zum Abschluss wollen wir einen Schmankerl anbieten. Wir blenden gleich E-Mail-Adresse ein. Bitte bewerbt euch dort und ihr dürft Co-Kommentator machen. Gerne. Ich hab's auch, der Jonas, der schaut sich das mit Sicherheit auch wieder an, dem habe ich schon angeboten. Aber da antwortet er nicht drauf. Wenn ich sage, du, hey, komm doch mal vorbei, mach Co-Kommentator, da antwortet er komischerweise nicht drauf. Ansonsten eigentlich derjenige, wo in jedem Livestream dabei ist. Genau, Jonas ist immer dabei. Jonas? Ja, wo sich auch immer im Chat mit beteiligt irgendwo. Ja. Also toller Typ, gefällt mir. Wäre mal toll, keine Ahnung, wer das ist. Absolut. Vielleicht ist es sogar im Stadion. Guck so. Ja. Hey, Jonas, du bist gesetzt. Ja, jederzeit gerne. Perfekt. Micha, ich glaube, wir können mit Stolz auf die letzte Vorrunde zurückblicken. Wir haben da Großes erreicht. Ja. Die Zusammenarbeit zwischen Sportunion TV und HNX TV ist fantastisch. Ich werde es, wie gesagt, nochmal ausbauen. Freut euch auf das Talk-Format. Mhm. Dein Schlusswort. Alles gut. Man begehrt, was man sieht. Schaut immer mal wieder rein. Wie gesagt, auch bei unseren anderen Livestreams. Wie gesagt, wir sind ja in mehrere Sportarten unterwegs. Gerne mal reingeschaut. Auch im Handball, im Ringen, im Eishockey. Was machen wir noch alles? Ich weiß gar nicht. Basketball. Ab und zu. Ja, ist auch toll. Also Basketball müsst ihr auch mal hingehen zu den Reds. Also auch immer geil. Ja, man begehrt, was man sieht.
Absolut, kann es auch nur sagen, es hat sich so richtige HNXTV-Family entwickelt. Mhm. Wir kennen uns alle untereinander quasi und es ist auch ein fantastisches Verhältnis. Nee, aber auch geiles Team, muss ich sagen. Also die Leute, alles unterschiedlich, so vom Alter her, von ganz jung aber bis auch mit den ganzen Sportvereinen, wir Familie, ja. Also ist echt ja, toll. Auch, egal wo du hinkommst, so, auch wir, wenn wir mal unterwegs waren, Wimpfen zum Beispiel, ja. Traum. Also Hammer. Muss man nach Bad Wimpfen. Ja, schöne Grüße dahin, wir kommen unglaublich gerne auch mal wieder. Also egal wo du hinkommst, bis auf euren Verein, sind wir eigentlich überall gern gesehen. Die Neune lassen wir weg. Genau. Perfekt. Also freut euch auf das, was kommt. Tut uns einen Gefallen, lasst ein Abo da, ja, damit wir so schnell wie möglich hier widerstehen, wenn wir die 1000 schaffen. Dank euch fürs Zugucken. Und ja, jetzt habt ihr auch mal die zwei gesehen, jetzt vor allem außerhalb des Unterlandes, wo ihr die Stimme kennt, ja, meistens. Ja. Aber die ihr noch nie gesehen habt. Beim Einkauf an der Kasse, also hinter mir steht und meint so, hey, ich kenne dich nicht, aber die Stimme kenne ich. Ohne Scheiß. Ist mir tatsächlich auch schon passiert. Okay, macht's gut. Wenn ihr noch irgendwie Kommentare habt oder sonst irgendwas, schreibt einfach, wir blenden die E-Mail-Adresse ein oder unten postet einen Kommentar. Und wie gesagt, lasst euer Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.